Kannst mal ein falsches Hemd da mit dazu gefragt, oder zu blöd, sowas. Ja, was ist denn das? Das sind ja laut. Ja, ich bin ja kein Papagei. Was sind das alles lauter falsche Hemden? Gott, da wiederum wer. Sowas kann man doch nicht anziehen. Ich meine, das könnte ja nicht einmal der Tommy tragen, wenn er mit der Dagmar in eine Diskothek geht oder so. Ja, ja, jetzt leid's auch noch. Ja, ja, bitte, ich werde gleich kommen. Ja, ein bisschen das herrichten und so. Das ist ja wurscht so. Naja, mach mal, du schmeißt den Dinge weg. Hoffentlich sind das meine Hemden. Helvis Franz. Ah ja, du bist es. Ja, grüß dich Gott. Komm rein. Ne? Ja, ein sehr freundlicher Empfang ist das ja gerade nicht. Ja, du, wenn du das alles mitgemacht hättest, was ich hab schon den ganzen Tag von in der Früh an hab mitmachen müssen, wärst du auch nicht sehr freundlich. Ja, was ist denn das? Hat eure Bedienerin die Putzfetzen vom vergangenen Jahr versehentlich wo liegen lassen? Ja, ja, Putzfetzen, Bedienerin. Hä? Das sollen angeblich Hemden sein. Bitte schau dir das nur an. Ach ja, na ja. Ich hätte es eher für einen Berg Lumpen gehalten. Weißt du, wie sie die Maler zum Pinselreinigen verwenden? Ja, eben, bitte. Aber sagt das diesen Analphabeten vom Zustellern? Ah, da, Herr Wetterwind, hat dir die Wäscherei die falschen Hemden geliefert? Ja, sicher. Ich meine, wir haben heute in der Friedensmacht gebraucht, nicht? Ich habe keine Zeit gehabt, uns nicht gleich angeschaut. Na, wie ich jetzt aufgemacht habe, sehe ich die Bescherung nicht, aber jetzt ist es spät. Tröst dich, Franz. Schau, jetzt gibt's irgendwo in Wien einen jungen Mann, der genauso entsetzt ist über ein paar Maßhemden, die er natürlich seinerseits auch nicht anziehen würde. Na, das hoffe ich stark, dass er sie nicht anziehen würde. Na, und das war alles? Ja, warum? Was soll noch sein? Ja, du hast doch gesagt, es ging schon den ganzen Tag so. Hm? Ach so, ja, richtig. Ein oder früh ist angegangen. Deine Frau Tschermak, die hast du mir empfohlen als Aushilfe. Ja. Nicht wahr? Ja, ja. Also deine Frau Tschermak hat angerufen, sie kann nicht kommen, weil ihr Sohn, der... Rufus. Ja, richtig, Rufus. Rufus. Ich meine, wie einer, wenn eine Familie Tschermak hast, wie es auf die Idee kommen kann, als Vornamen Rufus Tschermak. Ich meine, klingt ja noch ärger als Romeo Novak, aber bitte, also schön. Also gut, er hat mich angerufen, hat gesagt, ja, sie kann nicht kommen, weil der Bub hat einen akuten Blinddarm, ich muss gleich mit ihm ins Spital. Also schön, ich sehe ein, wo er einen akuten Blinddarm hat, also ist das wichtiger, als was das bei mir hier aufräumt, nicht wahr? Wo mir das heute schon gar nicht recht ist, weil heute sollte doch die Hilda zurückkommen und da wollte ich hier eine sehr schön sauber präparierte Wohnung zeigen. Weißt du, das konnte sie ja nicht wissen, die Frau Tschermak. Was konnte sie nicht wissen? Dass das kein akuter Blinddarm war. Sondern? Überfressen hat er sich. Das ist großartig. Der Rufus überfrisst sich und ich kann ihm Dreck ersticken. Nein, also bitte, Franz, so arg ist es wirklich nicht. Du, als Strohwitwe hast du dich wahnsinnig gut gehalten. Ja. Aber eine ganze Woche lang? Du, also wenn ich da an meinen Kurti denke... Ja, du musst ja nicht immer gleich ans Ärgste denken. Nein, also Spaß beiseite. Ich meine, ich habe eine sehr einsame Woche hier verbracht. Nicht? Weil man hättest du schon mal gelegentlich bei mir umschauen und dich ein bisschen um mich kümmern können. Ja, ich weiß, es tut mir ja leid, aber Franz, ich habe so viel zu tun gehabt, dass ich nicht einmal zum Schnaufen gekommen bin. Hallo, servus, Opa. Ja, servus, alle. Du bist auch da. Ja. Ich würde gerne nur einen Sprung vorbeischauen und nachschauen, ob du etwas brauchst. Oder ist die Oma schon da? Na, die Oma ist nicht da, nicht wahr? Und es ist sehr lieb, dass du dich also um mich bekümmerst, ob ich irgendwas brauche. Aber das hätte während der Woche hätte es einen Sinn gehabt. Jetzt ist das sinnlos am Samstag. Ja, entschuldige, ich habe sehr viel zu tun gehabt. Ich bin kaum zum Schnaufen gekommen. Aber geht, das muss in der Familie liegen. Das hat die Hilde auch schon gesagt. Hast du dich neu eingekleidet? Fesch. Ja, fesch. Nein, du hältst mich für fähig, das ist sowas alt. Also ich würde dir diese Orgie an Geschmacklosigkeit ja gerne schenken, aber zum Glück gehört sie nicht mir, sondern einem Kunden aus der Wäscherei, der dafür jetzt offenbar meine Hemden hat. Ach, eine Verwechslung. Ja. Siehst du, das wäre bei der Frau Sokol nie passiert. Ja, das weiß ich, bei der Frau Sokol nicht passiert, aber die Frau Sokol ist ja bekanntlich jetzt Kapitänin am Michigansee und wird wegen meiner Hemden nicht extra nach Wien kommen. Sag mal, ich hab's noch immer keine neue Haushälterin gefunden. Ja, woher denn? Die Hila hat am Montag, bevor sie auf diese Lesetournee gefahren ist, hat sie also noch ein Inserat in der Zeitung aufgegeben. Älteres Ehepaar sucht für gepflegte Wohnung, Haushälterin, was man halt so schreibt, nicht? Und Adresse und soll sich vorstellen am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr. Nicht? Sonst nichts? Na, was noch?
Ein bisschen ein Zuckerl hast du dazugeben können, wie zum Beispiel, wenn er wünscht, Familienanschluss möglich oder sowas. Okay, aber zu sowas muss man doch die betreffende Person ein bisschen näher kennenlernen. Ja, das ist schon sehr richtig. Nicht? Aber überhaupt der heutige Samstag, auf dem scheint ja ein Fluch zu liegen. Ich meine, das mit die vertauschten Hemden und mit dem Blinddarm von dem Romulus Czernka. Rufus Czerma. Also Rufus Czerma ist ja wurscht, nicht wahr? Es ist ja nur ein Lächerl, nicht wahr? Aber am späteren Vormittag, Leute, wieder das Telefon, ich gehe hin, wer war es? Mein vielgeliebtes Eheweib. Soll ich noch kurz sagen, hey Leute, jetzt bist du ja bald da? Sagt sie, nein, ich bin nicht bald da. Ich komme entweder heute abends oder morgen früh. Sag ich, wieso? Sagt sie, ja du, unser, der die Tourneen, so, diese Lesetournee organisiert, der Herr Prezina. Prezina, das ist auch sowas. Ich meine, Pschesina heißt er. Ich weiß nicht, warum die Leute ihren ehrlichen böhmischen Namen unbedingt germanisieren wollen. Aber bitteschön, also gut, der Herr Prezina hat mir mitgeteilt, also wir können heute Nachmittag noch in St. Pölten so eine Lese Nachmittag machen und wann. Ich kann daher erst heute abends oder morgen in der Früh kommen. Und was sag ich, Moment, wir haben doch ein Inserat aufgegeben, dass sich heute Nachmittag die vorstellen sollen für die Auszeitungsposten. Sag ich, ja und? No, da wirst du eben einstweilen eine Vorauswahl treffen. Moment, sagst du halt. Ja. Also entweder ist das schon eine Kandidatin oder es sind meine Hemden. Also bitte, werden wir mal nachschauen. Aber wenn es nicht meine Hemden sein sollten, dann ziehe ich zum Empfang der Hilla dieses Hemd hier an, damit sie sieht, was passiert, wenn sie mich so lang allein lässt. Wunderbar, ich werde es dir einstweilen herrichten, ja? Ich bin's nur, Ihre liebe Nachbarin. Ja, die liebe Nachbarin, ich hab die Hände erwartet. Na, bitte schön, liebe Frau Nachbarin, Mensch, da kommen Sie weiter, danke bitte vielmals. Sehr. So. Oh, der Herr Sektionschef hat Besuch. Die Frau Hilde und der liebe Herr Tommy, grüße Gott. Nein, aber grüß Gott. Wie ich sehe, ist bei Ihnen ja eh alles in Ordnung. Ja, warum? Haben Sie geglaubt, das wird nicht in Ordnung sein? Nein, ich war nur ein bisschen besorgt. Jetzt, wo doch die Frau Sokol in Kanada ist und die Frau Gemahlin auf Tournee, da könnte es doch sein, dass so ein verlassener Mann wie Sie ein bisschen Hilfe oder Zuspruch braucht. Ja, es könnte sein, nicht wahr? Aber wissen Sie, mir könnte eigentlich nur meine eigene Frau helfen. So? Na, Sie können sich mir ruhig anvertrauen, wo wir uns doch schon so lange kennen und ich Ihre Nachbarin bin. Ja, wissen Sie, also wenn Sie gern wissen möchten, was also heute da los ist, meine Großeltern haben ein Inserat aufgegeben in der Zeitung, Haushälterin gesucht. Ja, und die sollten zwischen 17 und 18 Uhr hier auftauchen. Nur leider ist meine Großmutter verhindert und mein Großvater kann jetzt alleine die Musterung vor sich nehmen. Naja, wenn es nur das ist, dann bin ich ja gerade zur rechten Zeit gekommen. So. Bitte darf ich mich einen Moment umsetzen? Ja, bitte, Frau. Danke vielmals. Nein, Menschenbeurteilung ist ja geradezu eine Leidenschaft von mir. Aber nein. Naja, in unserem Alter, Herr Neuberger, sollte man eigentlich nichts mehr mit Leidenschaft betreiben. Ich weiß nicht, ob das eine sehr gute Idee ist, mit Leidenschaft eine Haushälterin zu suchen. Naja, Sie können ja, ich hab's jetzt nicht so gemeint, Sie können gar nicht wissen, wie ich meine Leidenschaft im Zaume halten kann. Aber kommen Sie einmal zu mir, wenn ich gerade allein bin. Da können Sie erkennen, wie ich meine Leidenschaft beherrsche, geradezu übermenschlich. Aber Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, so unverschämt, aber wir wollten eigentlich nicht über Ihre Leidenschaften reden, sondern mehr über die neue Haushälterin, oder? Ja, aber auf die wollte ich ja gerade kommen, lieber Tommy. Was so eine Haushälterin ist, das ist ja geradezu eine Vertrauensstellung. Um in so etwas hereinzukommen, da muss man über eine untadelige Moral verfügen. Okay. Was für eine Firma der Buchhalter ist, das ist für die Familie die Haushälterin. Ich darf das sagen, denn mein Mann war nämlich ein Buchhalter. Und ich kann Ihnen sagen, eine Moral hat er gehabt, fast nicht mehr zum Aushalten. Einmal hat er auf der Straße ein leeres Geldbörsel gefunden. So. Und damit es nicht ausschaut, als hätte er das Geld gestohlen, hat er aus der eigenen Tasche einen Hunderter hineingetan und das Geld dann erst bei der Polizei abgegeben. Also, wirklich ein tadelloser Staatsbürger, das muss man schon sagen. Was ist denn aus ihm geworden? Leider hat seine Firma pleite gemacht. Weil der Chef eines Tages das ganze Geld vom Firmenkonto abgehoben hat und damit nach Brasilien verduftet ist. Ja, wollen Sie damit vielleicht auf unsere neue Haushälterin anspielen? Nein, konträr. Davor will ich sehr gerade bewahren, Herr Sektionschef. Ich habe nämlich ein untrügliches Mittel, die wahren Motive eines Menschen und seine wirkliche Persönlichkeit zu erkennen. Wirklich ahne Schreckliches. Ja. Na, was ist das? Ein siderisches Pendel. Hä?
daneben. Also ich habe geglaubt, das ist eine Wünschelrute. Wünschelrute oder siderisches Pendel, das ist fast das Gleiche. Ja, beinahe ein selber. Ja, bitte. Beinahe. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Das ist ein Metallring. Am besten eignet sich natürlich Edelmetall, Gold oder Platin. An einem hauchdünnen Faden. Ja, chinesische Seidenraupe oder das Haar einer blonden Prinzessin aus dem 12. Jahrhundert. Den hängt man über einen Gegenstand, der der Person gehört, die man untersuchen will. Ah, ich verstehe, ja, und kann mich schon hängen. Und wenn man dann also diesen Ring drüber hält und der pendelt so von rechts nach links, dann weiß man, dass die Person tot ist, ne? Ja, das kommt davon, wenn man sich bei halbgebildeten Amateuren informiert, so wie Sie das anscheinend getan haben, lieber Tommy. Merken Sie sich, die Röntgenologie ist eine Wissenschaft, das Pendeln ist eine Wissenschaft und das Vorhersagen des weisen Nostradamus aus dem Mittelalter ist eine Wissenschaft. Mhm. Um das zu können, braucht es eine jahrelange Erfahrung und ein langjähriges Studium. Ich werde es Ihnen erklären. Nein, also entschuldigen Sie vielmals, liebe Frau Neuberger, es tut mir sehr leid, aber ich habe einen Termin als mit der Dagmar, eine dringende Besprechung. Ja. Opa, entschuldige bitte, dass ich dich jetzt alleine lasse, aber die Hilde wird dir ja beistehen. Ja. Die kommt dann wieder. Das ist wieder typisch, Tommy. Weil es hat alles als Kind hat er das immer schon so gemacht. Wie es brenzlig wird, etwa, lässt er jemand anderen die Suppe auslöffeln. Naja, kenne ich ja. Schau her, Silvia, bitte, du nimmst das Tablett und trägst es in Magenhöhe, verstehst du? Ich weiß, bei dir ist das nicht so einfach, aber trotzdem, versuch es in Magenhöhe vor dich her und schau bitte nicht auf das Tablett, weil sonst haut es dich noch auf deine kostbare Wand. Ja. Sag, ist das so richtig? Bitte, komm, ein bisschen eleganter, Silvia. Komm her. Außerdem, bitte, nimm es bitte mit einer Hand. Nimm es mit einer Hand und geh ein bisschen eleganter. Ne? Ach so. Zum Beispiel. So. Aha. Also, kannst du mit Papieren packen? Ja. Ja, jetzt ist richtig. Wie der King Kong hörst mit einem Muskelkrampf. Komm her. Schau her, du musst ein bisschen graziler gehen. Verstehst du? Ein bisschen mehr Bauch rein, Brust raus und ein bisschen mehr in den Hüften. Verstehst du? So. Ich möchte aber nicht laut sagen, wie du daherkommst. Es ist völlig wurscht, wie ich daherkomme, so lernt man das auf der Kellnerschule, verstehst? Hat eher ausgeschaut wie die Kellnerinnenschule. Du, Silvia, ich möchte nicht mit dir streiten, ja? Ich möchte nicht mit dir streiten. Im Zeitalter der Emanzipation sind diese Unterschiede völlig unwichtig geworden. Mittlerweile sollen ja bekanntlich schon Männer im Haushalt mithelfen. Also meine Kinder werden bestimmt nicht selber wickeln. Oh, der Silvia bekommt einen Nachwuchs. Was hat er denn Schlimmes angestellt? Und vor allem mit wem? Schauen Sie mich nicht so vorwurfsvoll an, Frau Neuberger. Ich weiß bestimmt nicht. Nein, ich lerne den Silvio nur an, damit er mich vertreten kann, wenn ich nächste Woche mein Engagement ins Ausland antrete. Ah ja, richtig. Du wirst uns ja auch verlassen. Mein Gott, alle dienstbaren Geister verlassen uns. Zuerst die Frau Sokol und jetzt auch der Bernie. Also, was den Bernie betrifft, da können Sie mit mir als Vertretung rechnen, Frau Neuberger. Ja, ja. Na, das ist aber schnell gegangen. Mit der Stellung der Frau Sokol wird es leider nicht so leicht sein. Der Sektionschef ist gerade mit der Auswahl der Kandidatinnen beschäftigt. Das heißt, wir kriegen jetzt eine neue Frau Sokol ins Haus? Ja. Und ich darf ihm beim Aussuchen helfen. Wirklich? Aha. Aber wenn Sie ihm helfen sollen, den Herrn Sektionschef, ja, wieso sind Sie da nicht oben und begutachten da die Damen, die sich bewerben? Silvio, bitte keine vorlauten Fragen, ja? Das Grundprinzip eines angehenden Kellners, stelle der Kundschaft keine persönlichen Fragen. Was ist denn? Ich habe doch ganz normal gefragt. Ist schon recht. Nein, Silvio hat ganz recht. Es muss einem ja wundern, wenn man mit der Auswahl der Kandidatinnen betraut ist und währenddessen in der Konditorei sitzt. Aber kommt her, ich werde es euch erklären. Aber es darf sonst niemand erfahren, versteht's? Weil sonst kann ich mich vor Aufträgen nicht mehr retten. Also, ich brauche deswegen nicht persönlich dabei zu sein, weil meine Methode eine telepathische ist. Telepathisch? Was bitte, wie geht denn das? Also passt auf, ich habe dazu ein sogenanntes siderisches Pendel. Und mit diesem Pendel... Das ist jetzt ein Vorhangring. Sag, wie nennen Sie das? Ein hysterisches Pendel? Aber bitte, ein siderisches Pendel ist das. Gefällt mir, Hilde. Du unterstützt noch den spiritistischen Hokuspokus von der Neuberger. Ich hab dich immer für eine vernünftige Person gehalten, die mit beiden Beinen im Leben steht. Nicht wahr? Nur jetzt wundere ich mich natürlich umso mehr, dass du also dieses siderische Pendel von der Frau Neuberger für geeignet hältst, dass sie uns dabei helfen soll, eine gute Haushälterin zu finden. Ja, wären wir sie denn sonst losgeworden? Die Franz, die hätte jetzt den halben Nachmittag noch daher gesessen und gehockt und die hätte die ganzen Kandidatinnen irritiert. Mhm. So sitzt sie jetzt brav in der Konditorei und wartet geduldig, bis ich ihr die Objekte ihrer Begierde persönlich hinunterbringe und sie sich dann mit ihrem siderischen Pendel drüber stürzen kann, solange sie will. Es hat geläutet. Ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es die erste Kandidatin oder die Hemden. Ja, so. Weißt du was?
Zur Abwechslung geh du einmal aufmachen. Ich wünsche uns beiden viel Glück, Franz. Ja. Oh, grüß Gott, bitte, kommen Sie weiter. Sie bewerben sich sicher um die Stelle einer Haushälterin. Ich bin so frei. Bitte, wollen Sie nicht ablegen? Es ist drinnen ziemlich warm. Ich bin so frei, meine Frau. Bitte. So. So. Bitte schön. Danke. So, kommen Sie weiter. Darf ich vorstellen, Franz? Ja, das ist der Hausherr, Dr. Lafitte, Sektionschef, und das ist Frau... Ich heiße Fifi Kalender. Fifi Kalender ist ein reizender Name. Herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Bin so frei. Ja, Fifi Kalender, das ist ein wunderschönes, das merkt man sich gleich. Naja, also ich nehme an, dass Sie ja schon irgendwo als Haushälterin tätig waren. Ja, ja. Und die Herrschaften waren eigentlich immer recht zufrieden mit mir. Ich habe ein paar Zeugnisse mitgebracht. Wollen Sie sehen? Ja, bitte, gern, bitte. Inzwischen können Sie sich ja mit dem Herrn Sektionschef unterhalten. So, da habe ich die Zeugnisse. Danke. Das letzte ist von einer Familie mit 3 Kindern. Hat die Frau Gemahlin auch Kinder? Nein, die Dame ist nicht meine Frau Gemahlin. Aha, die Frau Lebensgefährtin. Nein, die Dame ist auch nicht meine Lebensgefährtin. Meine Frau ist verreist. Ich hab nichts gesagt. Nein, die Dame ist meine Schwägerin. Meine Frau sollte eigentlich schon hier sein, aber sie ist also offenbar irgendwo aufgehalten worden. Naja, die Zeugnisse sind recht gut. Aber wissen Sie, etwas fällt mir auf, dass Sie eigentlich nirgends lang genug geblieben sind. Ja, wissen Sie, das liegt am Wohnort. Ich komme nämlich aus Wolkerbroderstorf. Und immer bemühe ich mich, in Wien ein Zimmer zu finden. Ja, ja. Weil aus Wolkerbroderstorf ist die Verbindung nach Wien gar nicht gut. Aber jedes Mal, wenn ich in Wien ein Zimmer gefunden habe, war das gerade nur für eine kurze Zeit. Und dann haben die Schwierigkeiten wieder von vorne angefangen. Wissen Sie vielleicht ein Zimmer für mich? Nein, ich wüsste wirklich kein. Hast du was auf diesem Gebiet, Hilde? Nein, aber ich kann mich umhören. Können Sie uns Ihre Adresse geben? Wolkerbroderstorf, Kellergasse 13. Ja, bitte, schreiben Sie es auf. Franz, bitte, einen Block, damit Sie es aufschreiben. Du wirst doch noch merken können, Fifi Kalender, Wolkerbroderstorf, Kellergasse 13. Ja, aber die Frau Neuberger kann es sich nicht merken. Du weißt doch, wie vergesslich sie ist. Ja, ich bin auch vergesslich. Ja, natürlich, Frau Neuberger. Ja, dann gleich haben. So, bitte sehr, hier... Wenn Sie also so freundlich sind, uns hier vielleicht was aufzuschreiben. Haben Sie einen jungen Herrn im Haus? Wie kommen Sie denn darauf? Na ja, wegen der bunten Hemden. Ach nein, das hat die Wäscherei nur bei der Auslieferung verwechselt. Danke. So. Na ja, ist ja ein bisschen riskant mit den Wäschereien heutzutage. Ja. Ich habe die Hemden immer selber gewaschen in die Haushalte, wo ich war. Und gebügelt habe ich sie auch. Das tue ich besonders gern. Aber nein. Ja. Sie waschen die Wäsche also selbst. Und Sie bügeln auch noch so gern. Das ist doch fabelhaft. Also, Sie sind ein weißer Rabe. Danke, Herr Sektionschef. Ja, bitte schön. Sag, die Schürzen und die Hangel, die muss ich mir nicht selber waschen. Nein, die kann man in die Wäscherei. Ne? Du waschst nur das Geschirr und das Besteck und nach Geschäftslos musst du halt aufkehren. Ne? Sag, noch eine Öferfrage. Was mache ich, wenn ein Gast auf einmal schlecht wird? Wenn ihm schlecht wird, dann nimmst du ihn an der Hand und führst ihn halt so schnell wie möglich auf die Toilette. Ne? Und wenn er wirklich, ich meine, im ärgsten Fall, musst du halt den Boden aufwaschen. Das muss auch ich machen. Also, Frau Neuberger, da ist es. Sie haben noch gesagt, ein paar Worte genügen. Die Hauptsache ist, das persönliche Fluidum ist in den Stoff eingedrungen. Psst, ich muss erst prüfen. Ja, es könnte sein, dass hier... Dürfen wir irgendwas prüfen? Psst, nicht jetzt. Frau Neuberger muss sich doch konzentrieren. Wir kommen später runter. Ja? Was sagt das Pendel? Empfiehlt es uns die Frau Kalender... Oder hat die Dame vielleicht irgendwelche dunkle Abgründe in ihrem Innern? Noch spricht mein Ring nicht das endgültige Wort. Ein wenig muss er sich noch bewegen. Gut, das wünsche ich Silvia, eine Geisterbeschwörung. Siehst, mit sowas muss ein Kellner auch durchmachen. Ich weiß aber nicht, ob ich das lang durchhalte, Birni. Und wann könnten Sie denn anfangen? Also wissen Sie, Herr Sektionschef, bei Ihnen hat es mir schon gefallen, das Arbeiten. Es ist halt nur das leidige Problem mit dem Wohnen.
Ach so, ja, mit Wulka Brodersdorf. Naja, ich gebe zu, also die Eisenbahnverbindung mit Wulka Brodersdorf ist gerade nicht sehr erstklassig. Nicht? Aber wissen Sie, hier mit Wohnen, also hier können Sie jedenfalls nicht wohnen, weil das ist eine Wohnung gerade für uns zwei ältere Leute, wo wir keine großen Kinder mehr haben. Also es tut mir leid. Aber schön haben Sie es. Mhm. Also ich muss sagen, das tät mir schon gefallen. Ja. Sagen Sie, Herr Sektionschef. Ja. Wenn Sie ein Herr Sektionschef sind, dann waren Sie doch vor Ihrer Pensionierung gewiss in einem Ministerium. Ja, natürlich. Warum? Naja, wenn Sie in einem Ministerium waren, dann haben Sie vielleicht noch ein paar Verbindungen. Ich meine, einige Herren Kollegen, mit denen Sie noch in Verbindung sind, na, kennten Sie da nicht für mich eine Wohnung? Naja. Es muss ja keine große sein. Halb so groß wie Ihre, das tät mir schon genügen. Ja, ja, das glaube ich schon nicht. Aber ich muss Sie da enttäuschen. Wissen Sie, ich war nicht im Bautenministerium, ich war im Unterrichtsministerium, in der Kunstsektion. Ja, also wissen Sie, da schaut eine Förderung für eine Wohnung, kann ich Ihnen da wirklich nicht in Aussicht stellen. Na, das ist aber schade, weil ich da so gern für Sie den Haushalt geführt hätte. Ja, 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 mir tut das ja auch gerne. Ich hätte Ihnen ja wahnsinnig gerne zugeschaut, wie Sie so den Bügeln frönen. Leider, Herr Sektionschef, ja, leider. Leider, leider. Also, Frau Neuberger, was Sie alles aus diesem Papierl herauslesen, wo doch nicht mehr als nur 5 Worte dastehen. Ich bin nur das Medium. Das eigentliche Kunststück vollbringt mein kostbares Instrument, das siderische Pendel. Ein Vorhangring auf einem Schnirl für einen Vorhangring, das ist natürlich eine beachtliche Leistung. Es kommt auf die Harmonie an zwischen dem Menschen und seinem Werkzeug. Schon mancher geniale Kompositeur hat eine unvollendete geschaffen, wenn auch sein Klavier nur ein neuer Scherm war. Ach, das wird den Herrn Sektionschef sehr interessieren. Ich gehe gleich hinauf und teile ihm das Ergebnis mit. Bitte, Frau Neuberger, Sie dürfen aber nicht weggehen, weil ich glaube, Ihre Klientel wird sich heute Nachmittag sprunghaft erhöhen. Ja. Sie dürfen sich eine Schaumrolle bestellen. Ich glaube, der Herr Sektionschef hat nichts gegen seine Honorierung einzuwenden. Oh, vielen Dank. Bernie! Ja, bitte, Frau Neuberger. Bring mir einen Tee mit einer doppelten Portion rum. Jawohl, Frau Neuberger. Die Rechnung geht auf den Herrn Sektionschef. Aber schreibt drauf Schaumwolle. Auf die hat er mich nämlich eingeladen. Jawohl, Frau Neuberger. Mach mir bitte Tee mit einer Doppelportion rum. Doppelportion rum. Kannst du zeigen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie du das verrechnen wirst. Wieso denn? Weil wenn der Herr Sektionschef, die Frau Neuberger, auf einen Tee mit doppeltem Rum nicht einlädt, dass er sie jetzt bestellt hat, wie wirst du das verrechnen mit den Schaumrollen und Tee? Warte mal. Ich mein Tee mit einer Doppelportion Rum, der kostet 42 Schilling. Schaumrolle kostet 23. Wie machen wir das wirklich? Ja, das ist dein Problem. So, da. Hoppala. Vorsicht, Silvio, bitte Vorsicht. So. Pass auf. So, da. Moment. Ah, Vorsicht. Ist mein erster Arbeitstag, Frau Neuberger. Ja, man merkt's. Hoppala. Danke vielmals. Lass uns einen Spätzle, bitte. Fast wäre das umgekippt. Das hättest du sehen sollen. Reif für ein Las Vegas-Variante. Du, eine Show hat die abgezogen mit dem Vorhangring am Schnürl. Du, wie ein Lasso hat's dieses Ringerl da um das Papier kreisen lassen. Ja, also was hat denn das Ringerl dann herausgebracht über die Fifi-Kalender? Hochinteressantes. Nach den Erkenntnissen des Vorhangringes war die Frau Fifi-Kalender in ihrem früheren Leben eine verzauberte Prinzessin aus dem 16. Jahrhundert. Das ist keine gute Empfehlung für eine Haushälterin. Ja, dazu hat sie ja gar keine Zeit. Weil laut Vorhangring ist sie doch dauernd mit ihren Wiedergeburten beschäftigt. Sie war ja nicht nur eine verzauberte Prinzessin aus dem 16. Jahrhundert, sondern, der Reihe nach, Kapitän auf einem Piratenschiff, Wilhelm der Eroberer, Bing Crosby und Albert Einstein. Ja, Moment, und was hat sie zwischen Wilhelm der Eroberer und Bing Crosby getan? Ja, wo dazwischen? Ja, was wo dazwischen? Ich meine, du entschuldige, zwischen den beiden Persönlichkeiten, da klaffen ja Jahrhunderte. Ah ja, darüber hat sich der Vorhangring leider ausgeschwiegen. Ja, hat sich ausgeschwiegen. Mhm. Du wirst wahrscheinlich dann ein paar 100 Jahre verschlafen haben. Das ist aber keine gute Empfehlung für eine Haushälterin, nicht wahr? Nein, die ist dann wahrscheinlich faul. Nein, also das wird dann doch nicht das Wahre sein. Die Fifi-Kalender müssen wir streichen. Streichen wir die Fifi-Kalender. Also, bitte sehr, wo ist die nächste Kandidatin? Na, wo? Ist ja keine da. Wo?
Unverhofft kommt oft. Hilde, halte deines Amtes. Jawohl, ich gehe. Ich eile. Grüß Gott, bitte, Sie wünschen. Bin ich hier richtig bei Sektionschef Lafayette? Bitte kommen Sie weiter. Ja, ne? Ja. Kommen Sie. Schön, ne? Ja, sehr schön. Franz! Ja? Franz, heißt du vielleicht Lafayette? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht. Darf ich bekannt sein? Tachchen, haben Sie diese Annonce verfasst? Ja, aber welche? Ja oder nein? Meine Frau hat eine Annonce aufgegeben. Danke, das reicht. Gestatten, dass ich mich vorstelle, Ulla Kock am Brink. Naja, das macht ja nichts. Kock am Brink, alter Adel aus Brackwede, Bielefeld, Westfalen. Aha. Naja, da können Sie ja nichts dafür. Oh, das ist, na, den muss ich mir auch vorstellen. Sektionschef in Ruhestand, Franz Lafitte, Untersteinergasse 12, 1190, Wien, Döbling. Also doch, Lafitte. Ach, typisch Hans-Günther Wolf Dietrich. Sagt mir dieser Kerl doch, ihr Name sei Lafayette, nicht? Na sowas, ich meine, wo der doch schon rund 150 Jahre tot ist. Oh, typisch Hans-Günther Wolf Dietrich. Ist dieser Dussel doch zu dämlich, um zu gucken. Gestatten, dass ich mich setze, ja, nicht? Ja, und rauchen darf man hier ja wohl auch, nicht? Nein. Ja. Oh, Sie verwechseln mich wohl mit Lafayette. Lafayette. 1777 oder? Ach nee, wo sind wir noch stehen geblieben, Herr Sektionschef? Ja, Moment, wo sind wir stehen geblieben? Ja, richtig. Wir sind stehen geblieben. Also für mich stand ja von Anfang an. Ja, richtig. Für mich stand ja von Anfang an fest, dass sich bei Ihnen nur um jene Familie Jacques Lafitte handeln kann, der 1830 zum französischen Finanzminister und Ministerpräsident ernannt wurde, welch beide Ämter allerdings ein Jahr später wieder ablegen musste, nicht? Was? Franz, du warst doch mal Finanzminister? Ja, ich kann mich nicht erinnern, aber. Bitte. Ach, Aschenbecher? Nein. Ja, aber ja. Irgendwo muss ja noch ein Aschenbecher sein. Ja, nicht aus der Zeit, wo der Guido mein Bruder noch geraubt hat. Nee, da steht ja einer. So, Sie müssen nämlich entschuldigen. Wissen Sie, wir anderen sind eigentlich alle eingefleischte Nichtraucher. Ach, dafür müssen Sie sich doch nicht entschuldigen, Herr Sektionschef. Kann ja jedem passieren, ne? Wo sind wir noch stehen geblieben? Beim Lafayette. Richtig. Nee, Hans-Günther Wolf Dietrich. Ständig ist alles Jacke wie Hose bei ihm. Steht da laut und deutlich Lafitte drauf, wird unter Garantie da draußen Lafayette. Also weiß man bald gar nicht mehr, ob man Mandl oder Weibel ist, nicht? Sagt man doch so in Österreich. Naja, ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass Sie keine Österreicher sind. Ich sagte doch anfangs Ulla Kock am Brink, alter Adel aus Brackwede, Bielefeld, Westfalen. Naja, es wäre möglich gewesen, dass Sie einen Österreicher geheiratet hätten. Ach, Sie meinen, weil mein Hans-Günther Wolf Dietrich ein Dussel ist? Nein. Der Kerl ist dann doch aus Castrop-Rauxel, westfälisches Industriegebiet. Und dass wir zusammenleben, das ist ein reiner Zufall, nicht? Wir hatten uns beide einen Studienplatz besucht, ich meine, aussuchen wollen in Berlin, nicht? Aber da war dann Aufnahmesperre. Aha, ich verstehe schon. Und Sie wollten keine Zeit verlieren, da sind Sie also mit ihm hier nach Wien hergegangen. Ja. Und wollten sich hier auf der Universität inskribieren, und ist das gelungen? Na klar doch, ich hab ein Studienbuch mit. Da ist es gleich hier, ist es nicht schön? Ja, sehr interessant. Ja, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie also eine deutsche Gaststudentin und sind verheiratet? Nein, selbst liiert mit einem ebenfalls deutschen Gaststudenten und Sie studieren beide hier in Wien. Ja. Ja, jetzt erklären Sie mir bitte nur eines. Warum bewerben Sie sich um einen Posten als Haushälterin? Ach, die Sache ist doch klar wie Kloßbrühe, Herr Sektionschef. Ich werde Ihnen das alles mal auseinanderklamüsern, nicht? Kommen Sie mal, stehen Sie mal auf, nicht? Ja, bitte. Also sage ich zu meinen Männern, nicht? Geschmeckt? Ja, danke schön, war sehr gut. Danke vielmals. Das ist jetzt schon der zweite Tee mit Rum, den die Frau Neuberger trinkt. Wenn ich das so verrechnen soll, wie sie sich das vorstellt, wäre das schon die vierte Schaumrolle. Das kennt ihr? Kein Mensch isst vier Zahlen, Schaumrollen. Bitte. Wie bitte? Ja, komm sofort, bitte. Zahlen. Die schauen wir an. Komm mit, ja? Also, das waren vier Schaumrollen. Das kostet. Was? So Schaumrollen? Wir haben zwei Cola. Ach so, ja, Verzeihung. Entschuldigung, klar, ja, zwei Cola, das macht 36. 36 Schillinge, bitteschön. 36, so. Bitte. Das sind 40. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Wiederschauen. Was gesehen, wie man das macht? Also wie du abkassierst, dass man sich genieren wird. Kann jedem passieren, oder? Frau Neuberger, an die Arbeit. Kandidatin Nummer 2 ist gerade eingetroffen. Geben Sie her, Ihr Trophäe. Riecht nach Marathonläuferin oder Rallyefahrerin. Werden wir gleich haben. Was gesehen, ich sehe da nächstes Opfer.
Jetzt bestellt er sich gleich wieder ein Tee mit rum. Pass auf. Jetzt sind Sie, ich hatte den ersten gerade getrunken. Bernie! Ja, bitte, Frau Norbert. Noch einen Tee, bitte. Mit rum. Ja, bitte, Frau Norbert. So, Doppelportion. Langsam scheint mir, du hast doch das Zeug zu einem Kellner in deiner Konditorei. Also sag ich zu ihm, mein lieber Hans-Gerold Werner Friedrich, so nein, geht nein, das nein. nicht weiter. Hans-Günther Wolf-Dietrich. Sicher, Hans-Günther Wolf-Dietrich. Ich hab ja bloß einen Vorgänger mit ins Spiel gebracht, so eine ähnliche Nulpe, nicht? Also sag ich zu ihm, so geht das nicht weiter, mein Lieber. Mit so einer dummen Nuss kann ich nicht länger zusammenleben. Ab heute trennen sich unsere Wege, nicht? Und Sie suchen sich irgendeine leichtere Arbeit? Ja. Also so zum Beispiel Haushalt führen? Haushalt führen, nicht? So eine leichte Arbeit. Ja. Naja, so war das dann, nicht? Ja. Da sind Sie also mit dem Hans-Günther Wolf-Dietrich. Und wie sind Sie denn auf die Annonce gekommen? Ach, die Annonce, die hat er ja dann selber gesucht, nicht? Ach, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Ja, aber ja. Wie sehr bei der Sache war, das haben Sie ja gemerkt, nicht, mein lieber Karl-Heinz? Ja. Lafayette. Lafayette hat er sie genannt, obwohl er genau weiß, dass mir nichts wichtiger ist als die Präzision der Namensnennung. Bitte, können wir mal... Na ja, adieu, mein lieber Ernst Martin, nicht? Ja, können wir vielleicht einen Moment stehen bleiben? Wissen Sie, mir wird schon ein bisschen... Schwindlig, mein ja, liebes Fräulein Cock am Ding. Cock am Bring. Das ist auch aber gut. Sie dürfen doch ruhig Ulla zu mir sagen. Na, ja. Na klar doch. Als zukünftiges Familienmitglied dürfen Sie sich derlei Vertraulichkeiten schon leisten. Ja, also ich habe nichts dagegen, lieber Franz. Ja, das freut mich, liebe Ulla. Sagen Sie, wie haben sich denn die Tätigkeit bei uns im Haus überhaupt vorgestellt? Ach, da werden wir mal so ein paar kleine Umstellungen vornehmen, aha, nicht? Ja. Also denke ich doch wohl mal hier mit dem Tisch, ne? Ja. Den Tisch stellen wir mal so da in die Ecke. Dadurch kriegen wir einen schönen Platz an der Fensterfront. Da kann ich dann meine kleine Staffelei aufstellen. Sie müssen nämlich wissen, ich bin Malerin. Und so ein kleiner Erker würde meine Fruchtbarkeit mächtig beleben, nicht? Aha. Ja, also Sie malen also Porträts oder Blumen? Ja, nein, ja. Non-figurales, substanzielles, nicht? Der Sieg des weiblichen Intellekts über das männlich Irrationale. Das ist der neueste Titel meines Kolossalgemäldes. Ja. Derzeit auf der Documenta in Kassel, ja, nicht? Ja, da kehrt er hin, ja. Was sagten Sie nein, noch? Nein, nicht. Ah ja, nicht? Och, der Fernseher. Ja? Na, der Fernseher kommt ganz weg, nicht? Ah, der kommt weg? Denn Fernsehen zerstört das menschliche Zusammenleben. Aha. Na, der muss weg. Naja, gut, und bitte, wann würden Sie denn, wie soll ich sagen, meine Ihre Tätigkeit morgens beginnen? Oh, nicht vor 10. Nein. Alles, was davor ist, macht den nächtlichen Erholungsgewinn wieder zunichte. Aha. Das Beste ist ja nicht vom Mittag aufzustehen, nicht? Ja. Das begünstigt es wesentlich, der kommenden Nacht ausgeruht und in völlig geistiger Frische entgegenzusehen. Ja, aber in diesem Zusammenhang muss ich doch noch eine Frage stellen. Ja. Wann gehen Sie auf die Universität? Ach, momentan gar nicht. Ich mache ja eine schöpferische Pause, nicht? Ja. Ein dienstbarer Geist. Willig und anpassungsfähig. Bis zur Unterwürfigkeit. Aha. Denkt nur an das Wohl anderer. Sehr gut. Dafür opfert sie sich auf. Ja, und wie steht's mit der Ehrlichkeit? Ehrlich? Ja. Ehrlich wäre sie schon. Aber sie traut es sich nicht zu sagen. Aus Angst, sie könnte jemand anderen verletzen. Ich meine, stiehlt sie? Vergreift sie sich am fremden Eigentum? Nein, das heißt... Nicht. Ja. Wenn man etwas offen herumliegen lässt, könnte es sein, dass es einsteckt. Oh. Aber nur weil sie es als Aufforderung betrachtet, nimmt sie es an sich, um anderen eine Gefälligkeit zu erweisen. Oh. Danke, Frau Neuberger. Das genügt. Sie dürfen sich noch eine Schaumrolle bestellen. Ach, zu gütig. Ja. Noch eine Schaumrolle für die Frau Neuberger. Bitte. Kriegt natürlich Ihren Tee mit rum. Bei uns ist der Kunde König. Ne? Das wäre dann schon die fünfte Schaumrolle und der vierte Tee mit rum. Heißt, also das übersteigt mindestens die Grenzen der Normalität. Weißt du was? Ja. Du bringst ihr beides. Ja. Sie soll sich selber aussuchen, womit sie sich den Magen verdirbt. Ich hab nämlich den Tee schon vorher aufgesetzt. Ich habe ihn schon vorbereitet. Schau, und eine Schaumrolle wird nie mit den Fingern in die Hand genommen, sondern dafür hast du immer die Zange. Verstehst du? Hä? Weil anders wäre es nämlich unappetitlich. Aha. So, na, Serviette dazu. Und der Gabel. Ja. So. Siehst du? So, Moment, bin schon da, gnä Frau. Mit der Geisterjasen. Moment dann. Lass es uns mal gut schmecken. Danke vielmals. So. Das geht schon. Ja, bitte. Ein Kellner für Zucker, bitte. Gerade. Da sind wir. Zucker.
Da haben wir. Aber dienstbarer Geist. Dankeschön. Na, bitte, bitte. Sehr dankbarer Geist ist eigentlich. Lassen Sie gut schmecken. Na, wofür hat er sich entschieden? Für den Tee oder für die Schaumrolle? Na, ich glaube, für beides. Na, wo ist denn unsere Kandidatin? Die ist vor 2 Minuten weg. So wie sie gekommen ist, ist sie auch schnell verschwunden. Schaut, wo ihr doch die Frau Neuburger so ein exzellentes Gutachten erstellt habt. Du, jetzt lass mir mal raten. Hä? Was die Frau Neuburger wird gesagt haben, also diese Frau, die ist also imstande, binnen 3 Minuten für 6 Personen ein fabelhaftes, 6-gängiges Nachtmahl zu bereiten. Und außerdem braucht sie vielleicht nur wenige Sekunden, um mehrere Fenster von innen und außen ganz sauber zu machen. Nein, Frau Neubergers parapsychologischen Erkenntnisse beziehen sich ja meistens auf das Innere der Dame. Ein dienstbarer Geist, sagt sie, der sich anpasst bis zur Unterwürfigkeit, sich opfert bis zur Selbstaufgabe und nur dann stiehlt, wenn sie einen anderen damit einen Gefallen tut. Und das alles hat das Vorhangringerl gewusst. Ja, und anhand des Studienbuches natürlich. Ja, es ist das hat's jetzt vergessen. Ja, hoffentlich kommt's bald drauf und holt es sich. Aber die holt sich das nicht. Die, aber du, die hat ja einen Schammes. Ich meine, also sie hat zwar einen dienstbaren Geist, nicht wahr? Dieser Hans-Günther Wolf Dietrich, nicht wahr? Also du, ich brauche kein siderisches Pendel dazu, um dir zu sagen, dass ganz bestimmt der Hans-Günther Wolf Dietrich das Buch holen muss. Und na, ist er das? Läutet schon, nicht sehen. Das ist schon der arme Teufel. Gewonnen, Franz. Naja, also. Lassen Sie mich raten, Sie heißen Hans-Jürgen Wolf Dietrich. Nein, ich heiße Anton Zehetner. Ah, dann habe ich mich vergoggelt. Aber Sie sind bestimmt der Herr Sektionschef Dr. Hans N. Franz Lafitte. Fabelhaft. Bitte, wenn Sie das so genau wissen, ja, nehme ich an, dass Sie irgendetwas von mir wollen. Ja. Also bitte kommen Sie weiter. Danke. Ja, ich darf bekannt machen, liebe Hilde, das ist der Herr Anton Zehetner. Und das ist meine Schwägerin Hilde Hevera. Also ich nehme an, Sie kommen nicht das Studienbuch von Ulla Kock am Brink abholen. Ja. Nein, im Gegenteil. Ich will Ihnen sogar was bringen. Ach, Sie bringen uns was? Ja, was denn? So. Ah! Oh, deine Hemden. Meine schmerzlich vermissten Hemden. Ich danke Ihnen. Ja, bitte gerne. Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke, ich bin so frei. Bitte. Tja, also übrigens, das sind nicht meine Hemden. Nein, die habe ich nur für einen Bekannten aus der Wäscherei geholt. Ja, jetzt sind Sie froh natürlich, dass Sie es wiederbekommen, nicht? Ja, also wie gesagt, das sind ja nicht meine. Ich bin sehr froh darüber, dass das nicht Ihre sind. Ich habe mich schon befürchtet, dass ich solche Scheußlichkeiten trage? Also nein. Nein. Sie sehen ja selber, sowas würde mir überhaupt nicht zu Gesicht stehen. Kann ich Ihnen nur gratulieren. Danke. Übrigens, heute Morgen war ich in der Wäscherei, die Hemden abholen. Und da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe das Paket nicht gleich geöffnet. Erst daheim haben wir dann gemerkt, dass das falsche Paket war. Naja, Gott sei Dank war ja ein Zettel mit Ihrer Adresse drin. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe Sie Ihnen am besten gleich selber, wo ich ja sowieso in der Gegend zu tun hatte. Besuch. Habt ihr eine Haushälterin gefunden? Nein, Moment. Ich störe doch nicht, oder? Aber nein, Moment, darf ich mal bekannt machen, das ist Herr Anton Zehetner. Zehetner. Vorübergehende Besitzer meiner Hemden. Ach so, dann kehren die anderen Hemden. Und das ist mein Enkel Tommy. Angenehm. Lafitte Junior, die kennen Sie Ihnen? Nein, Gottes Willen. Ich meine, er war nur so freundlich, sie für einen Bekannten zu besorgen. Na komm, Tommy, setz dich her. Ja, gern. Jetzt müssen wir aber wirklich erzählen, was ist los mit der Haushälterin? Ja. Hat irgendeine Dame vor deinen Augen Gnade gefunden? Du, also die erste, die da war, war gar nicht übel. Du hast ja auch ganz gute Zeugnisse. Sehr gute sogar. Zeugnisse. Aber dann daran gescheitert, weil sie in Wulka-Prodersdorf wohnt. Und da sind die Verbindungen nach Wien so schlecht, dass nicht immer hin und her fahren. Entschuldigung, Sie suchen also so etwas wie eine Haushälterin? Ja, leider. Ich habe gar nicht gewusst, wie kompliziert so etwas heute ist. Ja, erzähl von der Ulla. Von welcher Ulla? Du, die von der Bühne. Ach so, ja, Jesus, ja. Da war so ein Ullknudel da, also als Zweite, nicht war so ein gewisse Ulla Koks am Dings oder so ähnlich. Naja, ist ja ganz wurscht. Also die wäre was gewesen für ein Kabarett. Nein, um Gottes Willen muss ich mich korrigieren. Also jedes gute Kabarett hätte sie nicht genommen, weil sie gesagt hätten, na, Freund,
Das ist zu viel. Sie utrieren zu arg. Also mit einem Wort, du hast leider eine Pleite erlitten, auf ganzer Linie. Was wirst du denn jetzt weitermachen? Was werden wir machen? Abwarten und Tee trinken. Gestatten Sie, dass ich vielleicht einen Vorschlag dazu mache. Aber ja, ich bin Ihnen furchtbar dankbar. Haben Sie in dieser Frage, also für Haushälterin, hätten Sie da irgendeinen Vorschlag? Naja, also nicht so ganz. Also zumindest nicht als Haushälterin. Aha, also aber als vorübergehende Aushilfsbedienerin. Nein, nicht als Haushälterin und nicht als Aushilfsbedienerin, mehr als Hausmann. Gestatte mir, den Vorschlag zu machen, mich, Anton Zehetner, für den Posten eines Haushälters freundlichst in Erwägung zu ziehen. Was? Sie ein Mann wollen eine Haushälterin werden? Na ja, vielleicht klingt das ein wenig seltsam. Naja, ich muss zugeben, also im ersten Moment hast du mich schon ein bisschen überrascht. Ja, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein solches Angebot zu machen? Na ja, ganz einfach, weil ich arbeitslos bin seit Beginn des Jahres. Mit Ende 91 hat meine Firma leider Konkurs gemacht und alle Mitarbeiter entlassen. Ja. Na, und was haben Sie denn also bisher in dieser Firma gearbeitet? Ich war 3 Jahre lang als Buchhalter beschäftigt. Mhm. Naja, und jetzt habe ich auf einmal nichts zu tun. Etwas Neues zu finden ist, wie Sie vielleicht wissen, auch nicht so ganz einfach. Und dann mache ich gelegentlich für Freunde und Bekannte kleine Arbeiten und Besorgungen. Ah, ich verstehe. Also Wäsche abholen und wieder hinbringen, zum Beispiel, ne? Ja, zum Beispiel. Also das mit einer Haushälterin bei den Lafitte wird heute ganz bestimmt nicht klappen. Das sagt mein wissenschaftliches Pendel, die Sternenkonstellation und der wissenschaftliche Nostradamus. Bevor man hinschaut, eine große Null. Zero. Sogar mein Ring dreht sich nur im Kreis. Schreibt da so eine Null nach der anderen. Wollt's vielleicht einen Apfelstrudel, Frau Neuberger, statt einer Schaumrollen? Weil eine Schaumrollen ist ja nichts anderes wie eine langgezogene Null mit einer weißen Creme drin. Wir haben keinen Apfelstrudel mehr, Sie. Ah, dann vielleicht ein Bunschkrapferl, das haben wir jetzt viereckig. Viereckig oder rund ist beides nicht gesund. Bringen Sie mir am besten nur den Schaum, auf die Rollen kann ich verzichten. Nein, das geht leider nicht, Frau Neuberger. Wir können ja nicht die Schaum ohne die Rolle verkaufen. Ja, so. Was machen wir mit den leeren Rollen sonst? Ja. Frau Neuberger, wir sind gekommen, um Sie aus Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe für heute zu entlassen. Also, ich hab's ja gewusst, der heutige Tag ist schlecht bestrahlt. Trotz meiner wissenschaftlichen Studien hat also keine der Damen die Stellung wollen. Ist also vorläufig nichts mit einer neuen Haushälterin. Nein, Frau Neuberger, es ist nichts mit einer neuen Haushälterin. Aber dafür ist was mit einem neuen Haushälter. Jetzt weiß ich nicht, sagt man Haushälter oder Haushälter? Haushälter oder was, Sie wollen einen Mann als Haushälterin anstellen? Gestatten, Anton Zehetner, ehemaliger Buchhalter. Was, Buchhalter? Ja. Mein Seliger war auch Buchhalter. Ach. Und eine Moral hat der gehabt. Ja, aber leider bin ich zurzeit arbeitslos. Meine Firma hat Konkurs gemacht. Die Firma von meinem Seligen hat auch Konkurs gemacht. Ist das wahr? Weil der Chef mit dem ganzen Geld nach Brasilien verduftet ist. Ja. Das ist nicht mehr Zufall, das ist schon Schicksal. Naja, aber ich bin trotzdem sehr geeignet für Einkaufen, Saubermachen, Kochen, Fensterputzen. Naja, alles, was ein Haushalt so braucht. Wie mein Seliger. Aber dass man deswegen gleich als Haushälterin in fremde Dienste geht. Aber Pizzi, da ist doch überhaupt nichts dabei, Frau Neuberger. Heute können Herren ja auch Karenzurlaub nehmen. Ah, ihr hast ja recht, Tommy. Also, Herr Anton, ich darf Sie doch so nennen. Ja, Zehentner, das ist so schwer auszusprechen. Na ja, bitte. Na, also Sie gestatten doch, dass ich Ihnen wenigstens im Auftrag meiner Aufgabe eine Horoskop erstelle. Ein Horoskop? Ja. Das geht auf meine Kosten. Schaumrolle brauche ich dafür keine. Also mein lieber Herr Anton, setzen Sie sich. Wann sind Sie eigentlich geboren? Sagen Sie, darf ich was bringen? Welchen Tag, welche Stunde? Und welchen mehr. Breiten- und Längengrad? Alles, was Sie jetzt macht, ist reines Hobby. Kein Auftrag. Dann kann ich das, die Rechnung für das bisherige präsentieren. Ja, natürlich, ja, gewusst. Das Honorar wird auf mich zukommen. Also, was hat denn die Frau Neuberger konsumiert? 7 Schaumrollen. Was? 7 Schaumrollen? Ich meine, damit kann man ja eine ganze Kinderjause verküssen. Also sagen wir 6 Schaumrollen. Die 7. hat sie nicht aufgegessen, die geht auf Kosten des Hauses. Berni, du mit deiner Großzügigkeit wirst doch die kleine Konditorei in einen festen Konkurs stürzen, wenn du so weitermachst. Dafür habe ich ja eine füllige Vertretung, die mich aus den roten Zahlen holt. Ne? Ja, hoffentlich. Ja. Also wann sind Sie geboren? Ja, also mein Geburtstag, ja. Welchen Tag? Ja, der 3. April. Der 3. April? Ja, der 3. Was war das für ein Tag? Ein Wochentag oder ein Sonntag? Ich glaube, es muss ein Sonntag gewesen sein. Ein Sonntag, ja. Sehr interessant. Und wissen Sie, war es ein gutes Wetter oder ein schlechtes Wetter? Entschuldigen Sie, gnädige Frau, entschuldigen Sie, Herr Sektionschef, Sie hätten wohl nichts dagegen, wenn ich vielleicht doch
gleich mit der Arbeit anfange. Nein, mit der Arbeit können Sie nicht gleich anfangen, aber ich gewähre Ihnen Asyl. Sie können inzwischen zu mir hinaufkommen, ich weiß schon, Sie fürchten sich ein bisschen vor der Frau Neuberger. Das ist die Frau Neuberger. Gehört die auch zu Ihrer lieben Familie? Nein, nicht direkt zur Familie. Ist aber an sich eine sehr nette und harmlose Person. Sie ist ein Vogel, aber einen ganz harmlosen Vogel. Also ich meine, das bleibt aber unter uns.